Hallo, schön, dass du das Video angeklickt hast. Willkommen zum Orakelspiel. Ich erkläre kurz, worum es geht und dann geht's auch direkt los. Ich lasse hier bei FIFA zwei legendäre KIs gegeneinander spielen oder bei PES auf dem Schwierigkeits Superstar im Co-Trainer-Modus, sprich ich spiele niemals selber. Das Ganze wird von der CPU bestimmt und natürlich kann ich dann auch für den Ausgang des Spiels nichts. Also, wenn deine Mannschaft verliert, ich kann nichts dafür, ich habe es nur kommentiert. Leute, ich möchte euch bitten, nicht auf diese Ergebnisse irgendwelche Wetten abzuschließen. Es ist rein für die Unterhaltung. Es ist als Unterhaltungsvideo gedacht, um euch eine Vorfreude auf die EM zu machen. Bitte wettet nicht auf diese Ergebnisse. Es soll einfach nur Spaß machen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Orakelspiel. Hau rein! Einen schönen Abend wünsche ich aus Dänemark, aus Kopenhagen, um genau zu sein, zur Partie Russland gegen Dänemark. Ein super Spiel, was wir heute hier am Abend geliefert bekommen. Dritter Gruppenspieltag der Euro 2020 bzw. 2021. Wir schauen uns an, wir gucken, was die Dänen und die Russen imstande sind, hier noch abzuliefern nach diesem dritten oder nach diesem zweiten Spieltag, jetzt zum dritten. Ich sehe, die Mannschaften laufen ein. Ich schalte einmal runter an den Kommentatorenplatz. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. So, herzlich willkommen hier vom Kommentatorenplatz. Willkommen zu Russland gegen Dänemark. Aus dem Parkenstadion in Kopenhagen. Und nun die Hymnen der Mannschaften. So, und da sind die Mannen bereit. Beide Mannschaften. Wir schauen uns die Aufstellung von Russland an. Hinten im Tor Schunin über die linke Seite. Karafeev, Zikia in der Mitte, Semenov und Fernandes. Dann davor Kusajew und Ozdoev. Und dann links Golovin, in der Mitte Cheryshev, rechts Ionov und Sobolev vorne drin. So, die Russen stellen sich zum Mannschaftsfoto auf. Wie vor jedem EM-Spiel. Und jetzt die Dänen. Schauen wir uns an. Im Kasten, wer sonst? Kasper Schmeichel bei den Dänen im Tor. Links Mähle, in der Mitte Christensen und Kjær. Was über die rechte Seite, in der Mitte Christian Eriksen, Delaney und Højbjerg. Und über die linke Seite Braithwaite, über rechts Pausen und vorne drin Kasper Dolberg. Auf geht's, Anstoß! Also in den roten Trikots von links nach rechts Russland und in den weißen Trikots von rechts nach links die Dänen. Könnte heute ein bisschen zu Verwirrung führen, weil die Hosen der Russen sind weiß und die Trikots rot. Und bei den Dänen ist es genau umgekehrt, aber das werden die Spieler schon hinkriegen. Auf geht's. Golovin. Ionov. Das war Ozdoev, der nimmt Ionov. Braithwaite. Holt sich da den Ball, der Mann von FC Barcelona. Delaney. Wieder Braithwaite. Schöner Ball raus auf Delaney. Kriegt er den? Oh, stark verteidigt. Schießt er den eigenen Mann an. Deswegen Einwurf Dänemark.
Braithwaite auf Eriksen. Schöner Ball raus. Wieder auf Braithwaite. Ah, der kriegt den Ball nicht kontrolliert. Abstoß für Russland. Cheryshev. Wieder bei Cheryshev der Ball. Ja, auf der linken Seite. Stark verteidigt von Kier. Auch hier wieder Ball abgefangen von Kier. Heubjerg auf Christian Eriksen. Schöner Ball raus wieder auf Yusuf Paulsen. Der ein bisschen das Tempo rausgenommen. Muss jetzt abbrechen. Daniel Wass hilft mit. Wieder Wass. Auf Heuberg, der Paulsen. Die Russen stehen gut formiert hinten. Jetzt auch die Grätsche. Schön geholt von Cheryshev. Golovin. Cheryshev. Cheryshev wieder am Ball. Ja, schöner Trick. Aber Kier ist ihnen auf den Fersen. Und Daniel Wass hilft hier. Holt den Ball. Die Fans wollen hier einen Elfmeter gesehen haben, die Russischen. Aber der Schiedsrichter pfeift hier nichts. Wieder der Ball raus. Der Versuch auf Yusuf Paulsen von Christian Eriksen. Nicht funktioniert. Einwurf Russland. Ball wieder bei Simon Kier. Delaney. Raus auf Braithwaite. Und der stand im Abseits. Schiedsrichter pfeift. Schauen wir uns an. Ja, kam das Abspiel ein bisschen zu spät. Was heißt ein bisschen? Er steht schon gut im Abseits. Braithwaite, der Ball von Delaney etwas verzögert. Daher Freistoß für die Russen. Delaney. Auf Braithwaite. Kaspar Dolberg. Und wieder Braithwaite mit. Dolberg lässt jetzt ein bisschen auf den linken Flügel raus. Braithwaite wieder im Abseits. Da rennt er aber diesmal ein bisschen überhastet rein. Wieder Freistoß für die Russen. Heuberg. Auf Delaney. Eriksen. Heuberg nimmt wieder Eriksen mit. Ah, der kriegt den Ball nicht. Ah, jetzt ist er am rechten Flügel. Christian Eriksen. Der Eriksen. Auf Daniel Wass. Dolberg. Es gibt Einwurf für Russland. Da war er wohl zuletzt dran, Kaspar Dolberg. Bisher relativ chancenarm dieses Spiel. Wir sind in der 30. Minute. Eine wirkliche, richtig gefährliche Torchance gab es bislang noch nicht. Aber wir haben ja noch ein bisschen zu gehen. Golovin. Nimmt Ionov mit auf der rechten Seite. Der Golovin am Platz. Da geht gar keiner hin jetzt. Simon Kier nimmt sich ein Herz und geht, rückt dann aus der Innenverteidigung raus und holt sich da den Ball. Daniel Wass. Heuberg. Hier. Delaney.
Braithwaite. Und noch Braithwaite. In der Mitte relativ großes Loch. Jetzt ist Kaspar Dahlberg der. Stark verteidigt. Sobolev nimmt hier Ionov mit. Jetzt viel Platz auf der rechten Seite. Sobolev. Auf Ozdoev. Stark verteidigt. Dolberg. Delaney. Sieht wieder Yusuf Pausen. Zumindest versucht ihn in Szene zu setzen. Aber die starke Grätsche von der russischen Abwehr. Jetzt Daniel Wass mit dem Ballgewinn. Jetzt ein bisschen Platz auf der rechten Seite. Christian Eriksen. Immer noch Eriksen. Sehr stark. Kaspar Dolberg. Nimmt hier Heubjerg mit. Delaney. Ah, jetzt läuft der Ball gut bei den Dänen. Braithwaite. Ah, da zögert er ein bisschen. Ah, da schon wieder Braithwaite. Zum dritten Mal im Abseits. Muss er sich noch ein bisschen besser abstimmen mit seinen Kollegen. Auch wenn es hier knapp war. Freistoß Russland und wir sind schon über der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Der Schiri pfeift zur ersten, zu Ende der Hälfte, der ersten Hälfte. Ein 0:0, relativ ereignisarm, nenne ich es jetzt mal. Das kann eigentlich nur besser werden in der zweiten Halbzeit, in der wir uns dann gleich wiedersehen. So, willkommen zurück zur zweiten Halbzeit. Anstoß Dänemark in Weiß von links nach rechts. Jetzt im Ballbesitz mit Pierre-Emil Højbjerg. Yusuf Paulsen setzt hier gut durch. Rechte Seite ist komplett frei. Aber da bricht er ab. Da eigentlich die Möglichkeit zum Durchlaufen. Einwurf Dänemark. Ball auf Eriksen. Macht das stark. Paulsen. Danke. Und jetzt Schunin mal zum ersten Mal in Aktion. Ozdoev. Sobolev. Sieht rechts draußen. Ionov. Stark verteidigt. Braithwaite holt sich den freien Ball. Den Ball holt sich Fernandes. Sobolev da. Wirklich eine gute Chance, aber Kier in letzter Sekunde dazwischen. Daniel Wass. Auch Daniel Wass, sehr stark. Auf Yusuf Paulsen. Daniel Wass. Delaney. Die Russen stehen sehr, sehr gut. Kaum ein Durchkommen für die Dänen. Da ist der Ball schon wieder weg. Cheryshev auf jetzt Sobolev. Er nimmt wieder Golovin mit. So, stark verteidigt. Ball wieder bei Delaney. Eriksen. Delaney, viel Platz in der Mitte. Schickt Braithwaite auf die Reise. Stark verteidigt, stark geblockt diese Flanke. Aber Ballbesitz weiterhin für Braithwaite. Aber da ist den Russen nicht beizukommen. Sobolev jetzt wieder mit dem Ball. Cheryshev. Ja, auf Sobolev. Cheryshev. Golovin auf
Kusaev. Wieder Golovin. Stark geblockt von Delaney. Gutes Spiel, Delaney. Defensiv zumindest. Sehr stark. Eriksen. Auf Kasper Dolberg, der kaum Ballkontakte hat. Oder Ballaktionen, wie es hier heutzutage heißt. Braithwaite. Versucht es immer wieder, aber scheitert da an Fernandes, der das sehr stark macht bei den Russen. Ja, ist Ionov schon durchgestartet, aber kriegt den Ball nicht. Braithwaite auf Dolberg. Eriksen. Dolberg. Immer noch Dolberg. Keiner geht wirklich hin. Außen. Ja, da war im Rückraum Dolberg komplett frei. Den, wenn er ablegt, dann gibt es hier eine gute Möglichkeit für die Dänen. Schöner Ball raus auf die linke Seite. Cheryshev. Hat er den Cheryshev am Ball? Ist sehr gut. Daniel war es aber sehr eng bei ihm dran. Stark verteidigt von Kehr. Holt sich den Ball. Golovin. Stark geblockt. Simon Kehr ist da. Delaney auf Braithwaite. 10 Minuten noch zu gehen. Bisher wirklich noch keine Torchance. Das ist eher ein, ich sag mal, maues Spiel in dieser Phase. Aber vielleicht jetzt mal. Kasper Dolberg raus auf Pausen. Aber auch der findet das Ziel nicht. Also so eine richtige hundertprozentige Chance hatten wir in der ganzen Partie bislang nicht. Steht weiterhin 0-0. Erster Wechsel, Braithwaite geht runter. Und auch Kusaev geht runter. Und für Braithwaite kommt ins Spiel... Ah, erstmal mal die Russen. Zobnin kommt für Kusaev und Larsen kommt für Braithwaite. So, jetzt über die linke Seite. Und da will keiner wirklich hin. Cheryshev. Auf Fernandes. Cheryshev. Yusuf Paulsen hilft mit nach hinten aus. Stark verteidigt. Højbjerg. Schickt direkt Yusuf Paulsen wieder auf die Reise. Er zieht durch. Viel Platz vor sich auf dem rechten Flügel. Kommt jetzt die Flanke. Ja, zu nah an den Keeper. Gar kein Problem für Schumann. Die reguläre Spielzeit ist rum. Die Nachspielzeit läuft. Eine Minute. Passiert hier noch was. Højbjerg. Schöner Ball raus auf Paulsen. Direktabnahme, aber auch der Ball wird verteidigt. Und das war's. Ja, da haben wir schon interessantere Spiele gesehen. Ein 0-0 zwischen Russland und Dänemark. In dem Spiel eine klare Mittelfeldschlacht. Gab es überhaupt Highlights? Das ist die Frage, die ich mir gerade hier stelle. Hier einmal Cheryshev vielleicht mit der starken Abwehraktion, aber in der 83. Minute der Kopfball von Yusuf Paulsen, der knapp übers Tor geht, aber auch das nicht wirklich zwingend. 0-0 Russland-Dänemark. Ich wünsche euch noch eine schöne Euro.